So, ja, ich bin schon ein kleines bisschen vorgelaufen. Wir sind jetzt eigentlich schon drin da in Darkwood. Die Händler müssten eigentlich gleich. Da sind sie. Abo sei Dank, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, wir müssten in diesem Höllenloch sterben. Wir Nö. müssen zum Grabhügelfeld am anderen Ende des Darkwoods. Ihr geht voraus. Wir sind Boah, direkt hinter euch. haben wir verdammt viele Je Namen. eher wir diesen Wald hinter uns lassen, desto besser. Da drin lauern unnatürliche Dinge. Direkt hinter euch. Yo. Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Alles klar. Nur halt Im mal. Darkwood findet ihr Scorms Wir Kapitän. haben Er wollte üble nicht sterben, Narben aber sie am lassen im das Böse in die Gesicht. Olle sehen. Hoffentlich werden das nicht mehr, obwohl das sieht irgendwie cool aus. Arme haben wir keine, egal, weiter. Später kann ich uns auch noch abchecken. Hilfe! Etwas hat mich gebissen und für tot gehalten. Lasst mich mitkommen! Er darf uns nicht folgen! Er ist infiziert! Ehe wir uns versehen, wird er uns auffressen! Wir haben einen Händlereid abgelegt. Wir müssen ihm helfen. Ein Händlereid? Das ist keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Ich bezahle gut und mache keinen Ärger. Okay, Leute, wenn wir ihn mitnehmen, wird er uns später üblen Stress machen. Aber wir sind gut und müssen ihn mitnehmen. Danke sehr. Ich bin euch sehr dankbar. Wir sind eine gute Seele. Ich will ihn hier nicht einfach krepieren lassen. Auch wenn er so oder so später krepiert. Das ist das wahre Händlerleben. Und nicht in einer Wut. Ja, halt die Fresse und sprich mir da nicht bin ich dazwischen. Nicht so sicher. Das ist, ihr werdet später noch sehen, was der uns noch so für Stress machen wird. So. Das könnte schwierig werden, aber ich gebe mein Bestes. Genau diese Viecher meine ich. In so ein Viech wird er sich später verwandeln. Das gefällt mir nicht im geringsten. Mir auch nicht. Wir hätten nie hierher kommen sollen. Mein Vater erzählte mir von einer Gruppe Händler, die sich verirrten. Au. Als ihre Vorräte verbraucht waren, haben sie sich gegenseitig aufgefressen. Behaltet eure Geschichten für euch, ja? Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Wo ist er? Da ist er. Ey, lass ihn in Ruhe, du Arschgeige. Ich muss sagen, ich freue mich auf das Wiedersehen. Bam. Das ist nichts für ein Familienvater. Sollen wir gehen? Weiter geht's. Jetzt aber schnell. Zack, ich hoffe, zack. Nach alledem waren gute Geschäfte in Grabhügelfeld. Da bin ich ganz sicher. Gagat, können wir verkaufen? Man sollte meinen, die würden hier eine befestigte, gut beschützte Straße bauen, was? So. Ihr solltet nicht so dicht an die Sporen rangehen. Alle auf Distanz bleiben. Ho! Geht voran. Sind da noch Schatztruhen irgendwo? Sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Na, sollen hoffen wir es. Man kann nie wissen. Hoffen wir, dass er nicht mehr aufsteht. Darkwood See. Oha. Wir müssen uns beeilen. Hinter dem nächsten Tor liegt ein Händlerlager. Wir müssen aber vorsichtig sein. Hört auf mich so an. In dieser Gegend sollen Räuber ankommen. Ey, verdammt, lass die Händler in Ruhe. Oh, au. Bitte. Alles klar, und den auch noch. Oh. Mann, verdammt, du Mist. Ja, du. Bam. Scheiß Arschloch. Das sind. Wenn wir da jetzt runtergehen, dann kommen noch viel mehr von diesen Arschlöchern, aber. Ah, die gehen sofort auf die Händler los. Das ist nicht gut. Schöne Händler sind wir. Wir sollten Waren verkaufen und nicht unser Leben riskieren. Sollen wir gehen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schisser. Lederstiefel. Wow. Zieh ich aber gleich erst an. Meine Füße bringen mich um. So, ne, ich denk mal, was anderes wird dich umbringen, wenn wir da runtergehen. Ich könnte jetzt versuchen, einfach nur durchzurennen. Das werde ich jetzt auch einfach mal stumm versuchen. Ich renne da einfach durch. Und hoffe, es zu schaffen.
Scheiße. Überlebt es. Komm schon, bitte, die sind dabei. Yeah! Wir haben das erste Lager erreicht. Ausgezeichnet. Geile Scheiße. Wir können hier bleiben, bis ihr bereit seid, weiterzuziehen. Je länger wir hier bleiben, desto besser, was mich angeht. Jojo. Eine Stahlaxt. Schön. Und Ladenbesitzer. Schild, Rüstung. Hier können wir jetzt erstmal ein bisschen einkaufen. Waffen. Nahkampf. Mal sehen. Meister Großaxt. Ich will keine Äxte haben. Ich will... Das Teil sieht verdammt nett aus. Ist aber verdammt teuer. Obwohl... Obsidian Hackmesser. Soll ich mir das holen? Ja, ich hole es mir mal. Dann kann ich währenddessen ein paar andere verkaufen. Der Stahlspitzhammer. Stahlaxt, die wir gerade gefunden haben. Okay. Ja. Den Bauern wurde Zeugs gekauft. Inventar. Waffen. Zack. Verstärken. Oh, und wir können ja auch noch Flammenverstärkung machen. Auf jeden Fall. So, Flammenverstärkung hat das Teil schon mal. Und anziehen. Hohoho. Denk nur an den Profit, den wir am Ende machen. Spielt Blackjack. Schwerter, Äxte, Schilde, Rüstung. Gordon. Es ist mir eine Freude, euch. Ich glaube, der hat... Ja, Kleidung, cool. Hände, dunkle Dörfler, Schuhlederfans, bla bla. Das sind dunkles... Böse, glaube ich, oder? Okay, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie schöne Sachen bekommen. Wie läuft das Geschäft? Der Darkwood ist gefährlich. Oh, hey. Was ist da drin? Da müsste richtig Kohle zu machen sein. Oh yeah. Naja, spielen will ich Füße nicht. Meine Füße bringen mich um. Also, der hat bestimmt alles Mögliche. Ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Jupp, hat er. Halt mal. Wir haben doch vorhin so einen Gagat gefunden. Geschenke. Gagat. Genau. Verkaufen. Tränke, Nahrung. Nö. Tränke, Gesundheitstrank, bla bla bla. Den hier können wir kaufen, aber nö. Den Bauern wurde Zeugs geklaut. Ja, wie oft wollt ihr uns das noch sagen? Dunkler Wirbel, Tätowierung. Oh, das sieht geil aus. Was da? Geht voran! Alles klar, ich bin bereit. Wir können weiter. Oh. Also. Ich kann, falls es schwierig sein wird, kann ich auch einfach durchrennen Ich wusste, heute wird es schlimm. Ich wusste es einfach. Wir sind bestimmt in 0, nichts da. Wenn wir da jetzt lang gehen, ist da so ein komischer Tempel. Da können wir Personen opfern und dafür bekommen wir irgendwas. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich gehe mal kurz dahin. Dieser Weg führt zu Scorms Kapelle. Ja. Da möchten wir wirklich nicht hin. Glaub mir, so da möchte ich man sollte meinen, die würden hier. Also wäre man böse, könnte man da hingehen und irgendwelche Leute opfern. Altes Kallistor. Dann würde man irgendein Zeugs dafür bekommen und ich habe schwer das Gefühl, dass gleich wieder unendlich viele Räuber kommen. Kann ich die nicht hier jetzt schon abschießen? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Ich bin froh, dass ich so gute Gefährten habe. Sei froh, dass du mich hast, ansonsten wärst du jetzt schon so ein Futter für diese komischen Viecher da geworden. Na, wo sind die? Bang! Er hat den Kopf verloren. Ah, ein Schuss und der hat den Kopf verloren. Schön. Oh, das Schwert ist ja so geil. Haha. Damit geht alles sofort kaputt. Muha. Meine Füße bringen mich um. Sind hier irgendwo Schätze? Nö, nicht, nein. Das erinnert mich an meine Anfangszeit. Boah, bang, bang. Bang, bang. Ich komme. Stirb.
Und du auch. Mir ist flau im Magen. Aber keine Bange. Mir geht's ganz gut. Ja, ganz nur gut. Etwas merkwürdig. Bestimmt kein Anlass zur Sorge. Ach nee. Ich folge euch nach. Der wird bestimmt gleich zu so einem Vieh. Bemerkt noch jemand einen seltsamen Geruch? Vielleicht bin's ja nur ich. Was finden wir hier Schönes? Wiederbelebungspiole, Fiole, Dingens. Ach, verdammt. Ich wusste, heute wird es schlimm. Da. Sollen wir gehen? Das Ausdrucksmittel Entschuldigung zu benutzen. Oh, wir können uns entschuldigen, cool. Die Verhandlung wird in Kürze beginnen. Wir müssen uns sputen. Der weiß ja Bescheid.